Ich höre ein Mai Mai. Und hier ist ein Riss. Oh, Entschuldigung, ich bin gegens Mikro gekommen. Huch, wen haben wir denn hier? Ja, da, hihihi, wie bist du denn hier reingekommen? Wenn du das früher hier gewesen wärst, hätte ich aber etwas peinlich aussehen können. Hihihi. Aber wie du siehst, bin ich gerade mit dem Umziehen fertig. Na, was hältst du von meinem Kleid? Hihihi, du bist ja ganz rot. Ich wollte dich nicht ins Verlegenheit bringen. Hier, als Entschuldigung bekommst du das von mir. Du hast ein Herzteil erhalten. Finde drei weitere, um einen Herzcontainer zu bekommen. Ich lasse die Tür offen. Du kannst mich also ab jetzt besuchen kommen, wann immer du willst. Hihihi. Hier ist ein Kuss an der Wand. Hihi. Auch nachts. Hey, Kleiner, was denkst du? Dieses Dorf ist ganz schön herunterkommen, nicht wahr? Und das gibt es auch für mich. Eigentlich will ich ja ein gemeiner Dieb sein, weißt du? Man versucht anständig zu bleiben, aber im Handumdrehen wird man zum Ganoven. Oh, richtig, da gab es noch ein Lied zu. Da gab es ein Lied zu. Toll. Ha. In dem Haus war ich schon, in dem Haus da oben auch, da auch. Jetzt habe ich den Riss gefunden, den hat er sogar markiert, das ist cool. Ah, da ist ein Huhn. Entschuldigung. Müsste das nicht stark aussehen? Ziemlich stark. Ach, Kleiner, du musst wirklich keine Rücksicht auf meine Gefühle nehmen. Wusstest du, dass ich Stammkundin beim Ausdauerkampf bin? Ganz im Nordosten liegt doch der Todesberg. Auf dem Gipfel gibt es einen Ort für alle, die gerne trainieren. Ich soll meine Items kontrollieren. Ist alles in Ordnung. Was denn? Oh, ein neuer. Seit dem Dorf vom Monster wimmern wir hier herum immer voll. Wimmelt es hier immer voll. Ich könnte mich alle mal. Ich möchte doch nur in Ruhe meine Milch trinken. Würdest du mich also bitte in Frieden lassen? Wie bitte? Du bist in Auftrag der Königin unterwegs? Um welche Königin soll das sein? Die gleiche, wegen der unsere Welt jetzt überhaupt in diesen Schlamassel steckt? Also in diesem Dorf gibt es nur zwei Arten von Menschen. Diebe und die Spinner von diesem Maskenkult. Ich wanderte auf weiten Wegen. Auf weiten Wegen. Weite Wege. Wege. Tralala. Hey, was willst du denn? Gerade jetzt, wenn ich mal fröhlich vor mir hinsinge. Was für ein Gemälde? Wenn jemand an solchen Kritzeleien interessiert ist, dann ist es höchstens der Boss. Neulich ist ihm so ein komisches Bild in die Hände gefallen und er hat es irgendwo versteckt. Wo es versteckt hast, das weiß niemand. Außer vielleicht diese eine Diebin. Komisch, die habe ich schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Die Monster haben meinen Hühnerstall kaputt gemacht. Jetzt sind alle meine süßen Hühner abgehauen. Nur die Eier sind nur noch geblieben. Ich werde euch beschützen, hört ihr? Euch nimmt mir keiner weg. Verdammt, kommt nicht. Ah, Monster allerdings.
Ein Mai. Ups. So. Dann gucken wir mal. Wanderte auf weiten Wegen. So viel Wissen führt ins Dunkle. Zum Genoven, zum Helden, zum Dieb. Das war total daneben. Was? Das war daneben? Sagt der Typ mich daneben? Ach, egal. Wir machen einfach nochmal. Ich meine, das sind drei Dinge. Weiten Wegen, ins Dunkle, zum Genoven. Hey, du hast eine tolle Stimme. Komm rein. Diebesversteck. Hm, wir kennen uns nicht, oder? Bist du neu hier? Und du kommst gerade recht. Du kannst mir als Wachposten ablösen. Ich verlasse mich auf dich, Grünschnabel. Ich gehe so lange Luft schnappen. Tüdelü. Auch geil. So ein Typ kommt an. Du kennst ihn nicht. Bist du neu hier? Mach mal meinen Job. Okay, verstehe schon. Gut. Nur werfen. Na komm, ich will jetzt von oben greifen. Und jetzt einmal quer durch die Gegend ziehen. Die Gemäldemechanik ist wirklich sehr gelungen irgendwie. Damit runtergefallen. Was soll ich da? Du hast eine Monsterschleife erhalten. Riecht überraschend neutral. Riecht überraschend neutral.
Du hast ein Monsterhorn erhalten. Es hat eine seltsame Form und ist definitiv nicht essbar. Ein Glück hat Link das vorher ausprobiert. Nein, bin hier nicht mehr davon. Gemälde am Bandmarker? Du meinst wahrscheinlich hier. Stimmt, du hast da oben recht. Ha. Ja. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Ah, ein Hinweis. Oh. Wer bist du denn? Und wie bist du hier hereingekommen? Du suchst ein Gemälde? Ach, ich weiß, wovon du sprichst. Ich weiß zwar nicht, was daran so toll sein soll, aber unser Boss hat es wie einen Schatz versteckt. Durch Zufall habe ich erfahren, wo es ist, deshalb habe ich mich hier reingeworfen. Kannst du mir vielleicht irgendwie helfen, hier auszubrechen? Im Gegenzug sage ich dir dann, wo das Gemälde ist. Bitte mach schnell. Moin, Blacky! Alles Gute zum Geburtstag, Blacky. Bis dann, Kümpli. Das war fies. Fortsetzen. Wenn das so rumliegt, wenn du da so rumliegst, kann ich die Ausrüstung wohl wieder einsammeln. Starte dein Haus. Ja. Du gibst alles um, am Ende kriegst du auf den Deckel. Held sein ist also ein harter Job. Wie bitte? Das ist kein Job? Egal. Zumindest ich verdiene meine goldene Nase dabei. Das ist doch ein Lohn genug. Ja, dann kaufen wir wieder Zeugs zurecht. Thank you.
Das habe ich auch gedacht, Inso, als er das so sagte. Rein zufällig ist genau da unten ein Riss. Rein zufällig. Link, du lebst. Ist Prinzessin Zelda in Sicherheit? Ich verstehe, dieser verfluchte Yuga. Kurz nachdem du im Schloss gegangen warst, gab es ein gewaltiges Erdbeben. Sieh dir diesen Spalt an. Solchen Spalt haben sich an verschiedenen Orten in Hyrule aufgetan. Link, jetzt da die Prinzessin Zelda dem Feind in den Händen gefallen ist, hängt das Schicksal Hyrules an seinen Faden. Aber es gibt Hoffnung. Du hältst die heilige Waffe aus alten Zeiten in deinen Händen, das Masterschwert. Mit deinem Heldenmut und diesem Schwert wird uns gelingen, Hyrules Untergang abzuwenden. Du bist die letzte Hoffnung dieses Königreichs. Ich zähle auf dich, Link. Vielen Dank, dass du so viel Vertrauen in mich hast, alter Mann. Aua! Das war ganz schön viel Schaden. Komm, bitte, leben. Ja, cool. Ach, ich will das Item haben. Ja. Eine Fläche zum kaputt machen. Eine Flasche erhalten. Vielen Dank. Ein Herz. Endlich. Der hat einen Pfannenwender. Sieht zumindest so aus. Aha. Jetzt habe ich die Bäume wohl kaputt gemacht. Ich schuft. Ich schlingel. Der Schatz dieser Höhle gehört uns. Wenn du nicht schnell rennen kannst, solltest du gleich aufgeben. Okay. Ja, das finde ich auch geil, Mattes. Dass man so an solche Details denkt. Das sind Kleinigkeiten, aber es zeigt irgendwie, dass man sich Gedanken drum gemacht hat. Weit nach links.